Ja, wir sind der Polygon und ich bin der John vom Chaos Computer Club Dresden. Und wir haben mal so ein bisschen auf dem Camp auch gerade wieder mit Radio rumgespielt und haben eigentlich mal so gedacht, ja, es wäre doch eigentlich ganz nett, mal so eine kleine Einführung zu machen. Jetzt nicht total zielgerichtet, sondern einfach mal jemanden, der das nicht kennt, zu zeigen, was da so für Möglichkeiten drinstecken in der Welt von Software-Defined Radio. Genau, und wir werden also jetzt einfach mal so über verschiedene Themen drüber fliegen, nicht allzu weit in die Tiefe gehen, aber am Ende wird es ein paar Links geben, wo man dann entsprechend seinen Wissensdurst stillen kann. Ja, zunächst mal vielleicht zur Begriffsdefinition Software-Defined Radio. Was ist das eigentlich? Wenn man sich mal so ein generelles digitales Radio anschaut, in einem sehr groben Maßstab, dann sieht das eigentlich immer so aus, dass man hier auf der linken Seite die Antenne hat und auf die Antenne folgt üblicherweise das sogenannte analoge RF-Frontend, RF für Radio Frequency. Das heißt, dort findet der ganze Hochfrequenzteil statt, Antennenverstärker, Demodulatoren, eventuelle Filter und im digitalen Radio dann die Analog-Digital-Wandler bzw. Digital-Analog-Wandler, die das Ganze eben für Rechner dann verarbeitbar machen. Die Daten, die dabei entstehen, die nennt man IQ-Daten, da gehe ich später noch drauf ein, was das so genau ist. Und diese IQ-Daten gehen dann in das digitale Basisband, das ist also irgendeine Art von Verarbeitungseinheit, Prozessor, FPGA, ASIC. Dort wird dann das Signal dekodiert, detektiert, eventuelle Kanalschätzungen gemacht. Das hängt dann sehr stark von dem jeweiligen Funkstandard ab. Und aus diesem digitalen Basisband fällt dann hinten üblicherweise zum Beispiel ein MPEG-Videostream raus, wenn man jetzt DVB-T anguckt oder ein Audiostream oder im Falle von WLAN eben IP-Daten. Und das Ganze geht dann in irgendeine Art von Applikation, also beispielsweise in euren Linux-Netzwerk-Stack oder in das Programm, mit dem ihr eure Videos anschaut. Das ist immer so der ganz grobe Überblick. Machst du weiter? In einem Art klassischen Radio, also so wie es lange Zeit meist implementiert wurde und auch immer noch wird aus verschiedenen Gründen, ist diese ganze Kette auf eine oder mehrere sehr spezifische Anwendungen zugeschnitten. Ja, also euer Telefon macht halt GSM, UMTS und LTE und vielleicht noch WLAN, aber eben könnt ihr jetzt keinen Flugfunk empfangen oder sowas in der Art. Das heißt, das analoge Frontend ist an die Aufgabe angepasst. Das heißt, es kann eben genau die Frequenzbereiche empfangen, in der die nötigen Signale vorliegen. Und auch das digitale Basisband ist sehr fest. Es ist häufig als ASIC implementiert. ASIC steht für Application Specific Integrated Circuit. Das ist also letzten Endes eine integrierte Schaltung, die speziell für diesen einen Zweck in Silizium gegossen wurde und auch nichts anderes kann. Das hat den Vorteil, die sind meist sehr energieeffizient und in großen Stückzahlen auch entsprechend billig. Deswegen kommen die heute noch in Telefonen zum Einsatz. Aber wie gesagt, für kleine Stückzahlen oder veränderliche Software, das funktioniert dann nicht. Ja, der Kontrast dazu ist dann das Software-Defined Radio. Das ist halt speziell dafür gedacht, variabel eingesetzt zu werden. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo diese Hardware gebaut wird, ist unter Umständen noch gar nicht klar, was damit alles gemacht werden soll. Das heißt, man hat hier ein... Bitte? Du stehst ein bisschen im Bild. Oh. Das heißt, man hat hier ein flexibles RF-Frontend, das kann halt üblicherweise einen relativ großen Frequenzbereich dann tunen. Und das Basisband ist programmierbar, das heißt, man hat dort irgendeine Art Prozessor oder ein FPGA, wo man halt eine veränderte Firmware reinladen kann und dann wird aus diesem Radio, was vielleicht vorher ein DVB-T-Empfänger war, eben, keine Ahnung, eine GSM-Basisstation oder sowas. Das ist tatsächlich nicht hergeholt, das funktioniert wirklich. Gut, diese Art von Software-Radio umfasst jetzt sehr allgemein Dinge, die man in Basisstationen macht. Das heißt, wenn wir, ich sag mal, als Hacker von Software-Defined Radio reden, dann geht es üblicherweise um diese Architektur. Das heißt, auch hier wieder ein leistungsfähiges RF-Frontend, was die IQ-Daten an ein, jetzt sage ich mal, eher schmales digitales Basisband gibt. Das macht also nicht allzu viel. Das hat eher so Steuerungsaufgaben des Frontends
und macht vielleicht noch ein bisschen Signalmassage, aber im Wesentlichen fallen da auch hinten wieder IQ-Samples raus und die werden dann über einen Bus, meist USB oder Ethernet, entsprechend an den PC oder Raspberry Pi oder auch ein Android-Telefon weitergeleitet und dort werden die Daten dann schlussendlich verarbeitet. Und um jetzt nur noch mal ganz kurz darauf einzugehen, was jetzt eigentlich diese ominösen IQ-Daten sind, man kann es vielleicht vergleichen mit einem Wave-Format für Funkwellen. Das heißt, in IQ-Daten befindet sich die Information über die Amplitude, also die Lautstärke, und die Phase, das ist so die zeitliche Position der empfangenen elektromagnetischen Wellen. Das heißt, das ist sehr low-level, das ist sehr universell. Deswegen kann man eben mit einem und demselben Radio von Radioempfänger bis hin zu GSM-Basisstationen oder irgendwelchen Flugfunk alles empfangen. Das Problem an diesen IQ-Daten, die Verarbeitung ist sehr aufwendig. Das liegt daran, dass einmal sehr viele Daten vorliegen. Es ist relativ problemlos möglich, hier 100 Megabyte pro Sekunde an Daten zu produzieren. Die müssen dann erstmal irgendwie über den Bus und dann müssen sie dort eben auch noch verarbeitet werden. Und das ist schon, wenn man die nur speichert, gar nicht so einfach. Ja, das vielleicht mal kurz als Definition NSSDR. Und wir haben uns dann entschieden, noch einen kleinen geschichtlichen Abblick zu geben, auch vielleicht als Motivation, warum das Thema gerade jetzt besonders groß wird. Angefangen hat das alles so mit professionellen Laborgeräten. Wie man hier sieht, an dem Diskettenlaufwerk ist dieses Gerät schon etwas älter. Nichtsdestotrotz steht das noch genau so bei uns im Labor, weil die analoge Hardware dort einfach noch so richtig gut funktioniert, dass wenn man jetzt nicht diese superschnellen Geräte braucht, man damit auch noch moderne LTE-Basisstationen entwickeln kann. Ja, preislich für den Privatmann eigentlich meistens indiskutabel. Ich sag mal, bei 5.000 Euro fängt es an, aber das kann auch in die Millionen gehen. Ja, 2005 war dann eigentlich so das erste, sage ich mal, Software-Radio verfügbar geworden, was für Privatleute so halbwegs bezahlbar war. Das war das die Universal Software Radio Plattform von Atos Research. Da hat man so für 1200 Euro ein relativ gutes Paket bekommen. Und weil damals die Frontend-Bausteine, die günstigen jedenfalls, noch nicht so leistungsfähig waren, hat man das so gebaut, dass man die analogen Frontends austauschen konnte. Man konnte sich dann halt eins holen für, keine Ahnung, 900 MHz, eins für 400, eins für 2,4 GHz und hat sich dann das jeweilige Frontend reingeklickt und alles andere ist gleich geblieben. War deswegen auch sehr beliebt bei Frontend-Entwicklern übrigens. Der nächste Preissprung und auch das nächste relevante Radio, was dann rauskam, war 2011, das sogenannte FunCube-Dongle. Wenn man hier hinschaut, sieht man, da ist ein kleiner Satellit drauf. Das war auch so der Hauptzweck. Es gibt also diese CubeSats. Das sind so Tetrapack-große Satelliten, die gelegentlich bei Raketenstarts in irgendwelchen niedrigen Umlaufbahnen ausgesetzt werden. Und das FunCube-Dongle hatte also die Aufgabe, dort zur Kommunikation mit diesen Satelliten genutzt zu werden. Man konnte es aber auch für eine ganze Menge andere Aufgaben verwenden. Hat sich damals als Audio-Device ausgegeben und darüber die Daten empfangen und gesendet. Was damals ganz gut war, weil es diese ganzen Software-Unterstützungs-Libraries, die es heute gibt, damals noch nicht so gab. Ja, 2012 war eigentlich das Jahr, wo Software-Defined Radio in der Masse bezahlbar wurde mit dem RTL-SDR. Das war eigentlich eher ein Unfall. Und zwar gab es die Leute von Osmocom, die so Open-Source-Radio machen wollten und die wollten ein Software-Radio bauen. Und haben sich nach Bausteinen umgeschaut und verschiedene Datenblätter gelesen und haben den Baustein gefunden, den RTL 2832, das ist ein DVB-T, Transceiver IC. Und die haben rausgefunden, der kann auch digitales Radio und FM-Radio, aber das haben die nicht in Hardware gemacht. Da hat Realtek gesagt, die PCs sind so leistungsfähig, wir bauen da einfach ein kleines Software-Defined Radio rein, streamen die IQ-Daten über USB und machen die Verarbeitung hostseitig. Ja, dann hat Osmocom sich so ein paar von diesen Chips geholt und hat gesehen, man kommt tatsächlich an diese Rohdaten ran und die haben auch einen relativ hohen Tuning-Bereich, also man konnte damit sehr viele verschiedene Frequenzen empfangen und sie kosten 20 Euro. Dann haben sie aufgegeben, ihr eigenes Software-Radio zu bauen und haben sich darum gekümmert, dass man dieses gut nutzen konnte.
Und das hat damals dafür gesorgt, dass also sehr viele Leute sich mit der Thematik beschäftigt haben. Ja, 2013 ist dann das Hacker-F rausgekommen und auch das Blater-F. Im Vergleich zum RTL-SDR, was nur empfangen konnte, sind das also Transceiver, die auch sehr flexibel sind. Und ich würde das mal so als die neue Generation der Software-Defined Radios bezeichnen, weil sie einfach sehr viel bieten. Ja, und dieses Jahr zum Chaos Communication Camp gab es das Radio. Das war quasi auch hier mal zu sehen. Jeder Teilnehmer des Camps hat quasi dieses Radio als sozusagen so eine Art Namensbadge bekommen. Die Standardsoftware konnte auf dem Display den Namen anzeigen, aber natürlich haben sich die meisten Leute das Ding geholt, weil es eben ein Software-Defined Radio war. Und das Schöne ist, dass jetzt eben 3000 sehr leistungsfähige Module mehr oder weniger über ganz Deutschland und auch den Rest der Welt verteilt sind und im Prinzip in jedem Hackerspace vermutlich eins liegt, unter anderem auch hier in Dresden. Das heißt, wer mal interessiert ist, mit solcher Hardware selbst zu arbeiten, der kann auch einfach mal im Netzbiotop vorbeikommen und ja, seine Erfahrungen damit sammeln. Gut, soweit vielleicht mal zum Überblick, was ist eigentlich ein Software-Defined Radio? Und was gibt es alles? Und ich würde jetzt an John weitergeben, der mal ein paar Dinge zeigt, die man damit machen kann. Genau. Ja, also ich kann, ich gucke mal jetzt auf so ein paar verschiedene Programme, die man sich da auch als Einsteiger erstmal vielleicht angucken möchte. Und das erste Programm heißt GQRX, was ich vorstellen möchte. Das ist ein relativ universelles Software-Defined Radio-Programm, was unter verschiedenen Plattformen läuft, also Linux, FreeBSD, Mac angeblich. Ja, es ist halt mit einer Qt-Oberfläche und es gibt hauptsächlich, Moment, ich habe jetzt hier auch ein Bild davon. Hauptsächlich ist das hier sozusagen die Bedienoberfläche. Man sieht in der Breite das elektromagnetische Spektrum über den Bereich, den das Software-Defined Radio samplen kann. Also da wird laufend eine Transformation in den Frequenzbereich gemacht über Fast-Fourier-Transformation. Und die Energie, die sich pro Frequenz irgendwo abzeichnet auf dem Software-Defined Radio, die ist dann sozusagen die Hitze dieses Pixels. Und die Zeit läuft nach unten runter. Ja, dann hat es eingebaut einige, kann man das jetzt hier sehen? Haben wir einen Zeigestock? Ah, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht. Es hat auch eingebaut einige Demodulatoren, dass man klassische analoge Funkübertragungen von Sprache auch demodulieren kann. Und das möchte ich jetzt eigentlich hier auch mal zeigen. Wenn ich meine Maus wieder finde, da. Fangen wir mal mit 8. Das ist bestimmt hier aufgegangen, ja. Ah ja. Ach, der ist, glaube ich, links neben dem Bildschirm. Ah. Okay, also ich habe jetzt hier das Radio dran angeschlossen, das Radio-Badge vom Camp. Und fange jetzt zum Beispiel mal an, hier eine Frequenz mir auszusuchen. 96,3 meinetwegen. Dann muss ich das noch einschalten, dass das jetzt mir tatsächlich das Spektrum anzeigt. Dann wäre es noch ganz günstig, eine Antenne angeschlossen zu haben. Ah, hier ist sie. Hm.
Gut, das ist jetzt, die Antenne ist jetzt eigentlich für 2,4 GHz, glaube ich, ne? Ja. Aber das macht überhaupt nichts. Der Sender ist scheinbar stark genug und wir sehen hier Energie, die sozusagen sich hier bei etwas über 97 und etwas über 95 Megahertz im elektromagnetischen Spektrum darstellt. Und der Frequenzbereich, der ist für ganz normales UKW-Radio. Und das wird man jetzt hier wahrscheinlich nicht hören können. Aber ich habe jetzt hier einen. Nee, das ist schon so laut, wie es geht. Hört man was? Geh mal auf Audio. Wo? Ja. Das ist so etwas blöd. Ja, das reicht jetzt. Also das ist sozusagen normales UKW-Radio. So Sprechfunkgeräte haben üblicherweise zwar auch ein frequenzmoduliertes Analogsignal, aber mit anderen Parametern. Und wir haben jetzt hier mal so ein kleines niedrige Leistung Sprechfunkgerät mitgebracht. Das kann ich immer einschalten. Und die Frequenz eingeben. Ja, da sieht man, ich bin hier ziemlich nah dran und die Antenne scheint jetzt schon ziemlich gut zu funktionieren für diesen Bereich. Dann kann ich hier meinen entsprechenden Sprechfunkgeräte-Demodulator auswählen. Ah, da muss ich jetzt hier ein bisschen reinzoomen, um zu sehen, ob ich auch wirklich auf dem richtigen Bereich bin. Ah, jetzt mache ich wieder ein bisschen lauter. Ah, die Audioqualität ist gerade nicht besonders. Genau. Ja, wie man sieht, man muss das jetzt schon sehr genau einstellen, ansonsten funktioniert es nicht. Software ist und genau aus. Und genau aus diesem Grund ist eigentlich so ein grafisches Programm auch ziemlich praktisch. Man kann viel erstmal rumexperimentieren, kann sich eben angucken, was gibt es da für. Wo ist eigentlich meine Energie von meinem Funksystem? Und wir wollen mal jetzt noch ein anderes angucken. Da werde ich mal die Sample-Frequenz viel höher stellen. Ja, 20 Mega-Samples. Bandbreite machen wir mal. Also diese Bandbreite, die ich da einstelle, die konfiguriert sozusagen einen Filter auf diesem Gerät. Das würde jetzt aber zu sehr in technische Details gehen. Die Bandbreite, die analoge, muss halt etwas kleiner sein als die Sample-Rate, um gute Signale zu bekommen. Ja, jetzt mache ich noch die Audio-Demodulation aus, weil wir uns jetzt mal was ganz anderes angucken wollen. Ich mache jetzt mal 801 Megahertz. Ja. Auch mal erstmal nur so ungefähr.
Ja. Blub. Ah, ja. Was wir jetzt hier sehen, beziehungsweise leider nicht so gut sehen, weil wir hier ziemlich abgeschirmt sind. Kann ich die Antenne nochmal tauschen? Nehmen wir die hier gerade. Ja, wir können auch noch, das Radio hat auch noch verschiedene eingebaute Verstärker. Die mache ich mal an, ne? So. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist eine LTE-Basisstation. Wahrscheinlich sogar, also wir haben das gestern im Turm mal probiert, da sind zwei sogar nebeneinander hier. Der Bereich von etwa hier bis hier ist einer zuzuordnen. Und man sieht schon, je nachdem, wie ich das Gerät hier im Raum drehe, entstehen Abschattungen und durch die Mehrwege der Funkwellen entstehen Signalverschlechterungen in bestimmten Frequenzbereichen. Und das ist eben eine der Aufgaben von so einem modernen Funksystem, damit klarzukommen. Und man sieht, dass das eben nicht so einfach ist und dass die ASICs, die dann im Telefon das Radio machen für das LTE, da eben schon ziemlich clever sein müssen. Ja, schade, die einzelnen Träger. Ja, man sieht es ja gerade wirklich extrem schlecht. Gestern auf dem Turm hat man tatsächlich richtig schön die Frequenzbereiche gesehen, aber da hier wir gerade dahinter ziemlich viel Beton sehen, sieht man das leider nicht so gut. Genau, das Verfahren, was bei LTE zum Einsatz kommt, benutzt viele kleine zusammengesetzte Sinusträger auf einmal. Und die kann man jetzt hier auch im Spektrum erahnen als diese Linien. So. WLAN-Band? Bitte? WLAN-Band? Das WLAN-Band kann man sich auch angucken, ja. Das ist hier meist sehr erratisch. Das ist allerdings auf so Chaos-Veranstaltungen besonders, meistens nicht besonders interessant. Man sieht hier so gelbe Linien durchs Bild schießen. Viel mehr sieht man da dann nicht. Ah, gar nicht so viel los. Genau, diese breiten gelben Linien, die sind eben WLAN. WLAN ist also burstbasiert, das heißt, jeder sendet, wenn er es gerade braucht. Wenn jetzt hier jemand einen Download startet und wir gerade auf der richtigen Frequenz sind, dann müsste man das ja auch sehen. Naja, machen wir mal mit was anderem weiter. Ein Programm, was... Oh ja, da ging es gerade los. Also ein Programm, was wir dann auch auf dem Camp noch entdeckt haben, ist... Osmocom FFT. Das, ups, Mauszeiger. Das ist auch, um so ein Wasserfallspektrum darzustellen. Da gibt es eine Erweiterung Phosphor, die die ganze Bildverarbeitung in der Grafikkarte auslagert. Und dadurch kann man sehr gut visuell sehr dynamische Prozesse sich anschauen. Genau. Können wir vielleicht uns nochmal das LTE-Band angucken? Das war bei 800 MHz etwa. Ja, hier. Und man sieht, wie das ganz schnell diese Linien da durchrauschen. Und wenn ich hier die Hand dahin mache, dann verändert es sich, wie die Abschattung ist. Und das kann man fast schon als Theremin benutzen. So. Da oben kann man in diesen Hügeln die Einzelträger wieder erahnen. Ja, was man hier auch sehr schön sieht, ist eben das Carrier Loading. Das heißt, man sieht, dass hier diverse Linien, die sind halt heller. Das heißt, dort sendet dann tatsächlich jemand, das heißt, dort ist dann mehr Energie drin.
Und wenn jetzt hier über LTE auch jemand hergehen würde und würde einen Download starten, dann würde das halt komplett gelb werden. Sofern er bei der, ich glaube, das ist Telekom. Gut. Dann mache ich das ja mal wieder aus. Ja, das Programm Hem2Mon haben wir uns auch mal angeschaut. Das ist sehr interessant, wenn man ganz viele Sprachkanäle gleichzeitig sozusagen überwachen will. Genau, also dem Programm kann man sagen zum Beispiel, dass 446 Megaband, da funktionieren diese ganzen kleinen Walkie-Talkies, die so 8 Kanäle haben. Und diesem Programm kann man eben sagen, dass es alle 8 Kanäle gleichzeitig überwacht, es lauscht dann. Und wenn irgendein Signal auftaucht, was über einer gewissen Schwelle ist, dann fängt es an, das zu demodulieren. Das heißt, man könnte dort so komplette Walkie-Talkie-Bänder mitlauschen. Ja, es hat auch diese ansprechende, hackermäßige Textoberfläche, wo man hier schön eine Kanalliste sich eintragen kann aus auch selber gewählten. Aber im Prinzip ist das auch wieder nur so ein Demodulator und das haben wir ja beim GQRX schon uns angeguckt. So, das habe ich vorhin eben nicht dazu gesagt. Es gibt auch für Windows so ein Programm. Also jetzt GQRX selbst nicht, aber angeblich ist SDR Sharp oder sowas. Das wäre wohl da ein vergleichbares Programm, womit man sich eben so das alles angucken kann. Ja, das Osmocom FFT haben wir uns schon in der Demo angesehen. Das ist eben für eigentlich ist das aus dem, also eigentlich hat das hier ein nicht so hochleistungsfähiges Wasserfalldiagramm, sondern eben erst mit dieser Phosphor-Erweiterung, die eben diese Bildverarbeitung auf die Grafikkarte auslagert. Ja, genau. Osmocom FFT kommt eigentlich aus einem Programmpaket, aus einem Bibliothekensystem, das sich GNU Radio nennt. Und zwar haben da mal Leute angefangen, eben ein Framework zu entwickeln, um eben Software-Defined Radio zu betreiben. Und die Idee ist, dass man sich halt viele Blöcke zusammen bastelt, die in C++ geschrieben sein können. Und dann aber mit Python die zusammenfügen kann, dass man flexibel und viel mit Ausprobieren und Tunen, so wie das eben Hacker gerne machen, wenn sie sowas analysieren möchten, dass sie da eben das so zusammenstecken kann mit Python und die Blöcke aber einzelne Funktionen abbilden, wie so ein Signalflussgraph auch, den wir ja schon gesehen haben, bloß eben noch feingranularer. Ja, und dat, weil das ja schon so ein, schon Blöcke sind und man die verbinden will, hat man dann auch so ein grafisches Frontend dazu gemacht, den GNU Radio Companion. Da kann man sozusagen eben sich solche Blöcke aus so einer Bibliothek auswählen, also eben diese GNU Radio Blöcke, kann die auf so einer Grafik zusammenschieben und so mit Pfeilen verbinden. Die Idee ist dann, dass es sozusagen irgendwelche Quellen gibt, wo das Signal dann rauskommt. Und an der linken Seite sind immer die Eingänge von diesem Block. Da verbindet man das und der macht dann halt irgendwelche Verarbeitungen weiter. Und das passiert alles in Echtzeit. Also die GNU Radio Blöcke sind für Echtzeitverarbeitungen gedacht. Man sieht hier noch schön, dass die Anschlüsse verschiedene Farben haben. Das werden wir auch gleich nochmal in der Demo sehen. Denn es gibt sozusagen bei solcher Signalverarbeitung verschiedene Datentypen, die da eine Rolle spielen. Die blauen Anschlüsse sind sozusagen die komplexzahlenwertigen IQ-Daten, von denen wir schon gehört haben. Und wenn die jetzt zum Beispiel hier durch diesen Block gegangen sind, der sowas macht wie eine Frequenzmodulation demodulieren, da kommt dann eben ein reellwertiges Signal raus, also einfach nur
Floating Point Zahlen und dieses dann diese roten Anschlüsse hier. Und so gibt es dann eben für verschiedene Datentypen verschiedene Farben. Und man kann immer nur die passenden zusammenstecken und das Programm sagt einem dann, hier, das geht nicht und du musst hier noch was anderes einbauen. Ja. Für die nächste Demo haben wir uns mal überlegt, oh, was kann man da sich mal als einfachstes angucken. Und da haben wir unsere hochmoderne Zugangslösung im Netzbiotop Dresden, eine Funkklingel. Funktioniert, wie man es erwartet. Man hat hier einen kleinen Knopf, den man irgendwo außen anbringt und wenn man drauf drückt, dann klingelt es eben. Genau. Und die Klingel war, weiß Gott, nicht teuer. Die Anforderungen an sowas sind nicht besonders hoch. Naja, und die billigsten Lösungen sind da halt nicht immer die sichersten, sondern die billigsten und vielleicht auch deswegen die einfachsten. Und solche Funksysteme gibt es halt in Funksteckdosen, Plastik-Funktürklingeln, Wetterstationen, was irgendwelche Hobby-Leute zusammengebastelt haben. Man muss natürlich dazu sagen, die Informationssicherheit ist jetzt auch nicht wirklich kritisch. Wenn man mal sozusagen sagt, man faked das Signal einer Funkklingel und dem HQ muss dann jemand zur Tür laufen, ist das natürlich bitter. Aber es stirbt niemand davon oder sowas. Es hat anfangs durchaus für Konfusion gesorgt, als wir angefangen haben, das zu testen. Ja, auch heute früh nochmal. Tut mir leid, Dodo, an dieser Stelle, dass ich dich geweckt habe. Genau. Wenn man jetzt so ein System irgendwie angreifen will und sagen, hier, ich will jetzt will mir angucken, wie ist das aufgebaut und ich will da rein, ich will da irgendwie was dran verändern, dann kann man erstmal das Handbuch lesen. Oh, das ist hier. Ja, also erstaunlich viel Informationen findet man zum Beispiel hier auf der Rückseite. Da steht zum Beispiel 433,92 MHz. Das ist schon mal eine Info, die man nicht mehr mühsam rausfinden muss. Und das ist jetzt tatsächlich auch kein Spaß. Es ist also wirklich so, dass man sehr viele Informationen rauskriegen kann, wenn man Datenblätter sucht, wenn man die Anleitung liest, wenn man vielleicht auch bei der Regulierungsbehörde mal nachfragt, wenn man denn ganz desperate ist. Also die Geräte sind alle geprüft und das heißt, irgendwo ist hinterlegt, wie diese Geräte funken. Funksysteme, die in Amerika auf den Markt kommen, müssen zum Beispiel so eine FCC-Nummer haben. Und da auf der Webseite findet man noch relativ viele Informationen über zugelassene Nummern. Da würde man zum Beispiel für diese Funklinge auch finden, bei welcher Frequenz sie sendet. Allerdings gibt es auch Funkbänder, in denen sozusagen jeder macht, was er will, so gefühlt. Aber wo man so eine Zulassung gar nicht braucht. Und ich glaube, die Klingel hat auch keine FCC-Nummer. Aber eben diesen fetten Aufkleber, wo 433 oder sowas draufsteht. Ja, manchmal muss man auch bei Baidu nachschlagen, wenn man über irgendeinen Chip nichts findet. Da findet man manchmal erstaunlich viel mehr als bei Google. Ja, die Chinesen haben da eine ausgeprägtere Austauschkultur, was solche Informationen angeht. Ja, und man kann sich auch die Antenne angucken. Üblicherweise wird man nicht, so wie wir jetzt hier gerade, eine 2,4 Gigahertz Antenne nehmen, um irgendwie 93 Megahertz zu empfangen, sondern Antennen sind eben eine eigene Wissenschaft für sich und eine effiziente Antenne hat aber eine gewisse Struktur für und an der kann man manchmal sehen, was für eine Frequenz das ist. Also wenn man zum Beispiel ein altes Polizeiauto sieht, dann hat eben die Antenne eine gewisse Länge und das schränkt den Frequenzbereich von dem Polizeifunk von dem Auto deutlich ein. Was jetzt nicht missverstanden werden darf. Ja. Genau. Ja, und unsere Funkklingel, die ist wirklich so billig, um jetzt die anzugreifen, haben wir uns überlegt, müssen wir die da überhaupt für verstehen? Na, wir probieren das mal aus, indem wir einfach eine Replay-Attacke machen, zeichnen das Signal von diesem Funksender auf. Da können wir wieder GQRX für benutzen.
Es hat nämlich auch eine Aufnahmefunktion. Ah, dann machen wir erstmal wieder an auf mit 8 Megabit. Ja, wenn man hier 20 einstellt, dann ist das schon grenzwertig viel für so einen USB 2 Schnittstelle und dadurch gehen manche Pakete verloren sozusagen und das wirkt sich dann negativ auf die Signalgüte aus. Ups. Dieses Programm macht einen manchmal wahnsinnig. Also wir können jetzt erstmal so tun, als ob wir es nur so ungefähr wissen, wo es sendet. Machen wieder unser Wasserfalldiagramm an. Ja, und jetzt haben wir hier gesehen. Sollte offensichtlich sein. Genau. Also 433,829 Megahertz kommt da jetzt raus, wenn man hier genau hinguckt. Das wollten wir jetzt mit GNU Radio weitermachen. Ne? Genau. Erstmal kurz aufnehmen. Genau, da gibt es hier den IQ-Recorder. Und ich kann jetzt hier auf Aufzeichnen drücken. Bitte ein Klingelsignal. Und wir haben jetzt hier eine Datei, die die rohen IQ-Daten enthält, aufgezeichnet. Ja, jetzt öffne ich mal meinen GNU Radio Companion. Den habe ich hier schon mal vorbereitet. Moment. Ist er jetzt da? Ja. Also, hier ist das aufgezeichnete File drin. Das kann man jetzt sozusagen über diesen Block File Source einfach abspielen wieder. Im Wesentlichen gibt es dann hier noch so ein, das ist jetzt so eine Detailsache, da wird sozusagen darauf geachtet, dass immer wirklich nur mit 8 Megasamples die Daten aus der Datei rausfallen. Genau, dann hatten wir gesehen, die Energie war nicht ganz in der Mitte vom Spektrum, deswegen gibt es jetzt hier über diesen komplexe Multiplikation mit so einem Sinussignal die Möglichkeit, das rüberzuschieben in das Basisband, also in die Mitte. Da habe ich dann noch einen Filter draufgelegt. Ja, guck mir dann im Wesentlichen nur die Energie an und bilde über diesen Threshold-Block mache ich so eine Schwellwertanalyse. So, und was da rausfällt, kann ich mir dann hier auf so einem GUI-Element anzeigen lassen. Und hier sieht man auch nochmal von dem Basisband, also hinter dem Low-Pass-Filter, was dafür ein Signal rauskommt. Also hier passieren im Wesentlichen zwei Dinge, wenn man hier genau hinguckt. Man hier dann einen Pfad von der Quelle direkt wieder ins Radio und der andere Teil hier unten und da oben, das ist dann noch ein bisschen Analyse des Funksignals, nur damit es jetzt hier nicht zu Verwirrungen kommt. Genau. Ich mach das File, was ich aufgezeichnet habe, das spiele ich jetzt in der Loop ab. Dafür habe ich jetzt hier auf Yes gestellt. So, wenn man jetzt hier sieht, dann kommen hier sozusagen sieht aus wie Bitgruppen. Also man könnte sich jetzt hier die Mühe machen und genau analysieren, wie dieser Mikrocontroller in diesem Funkklingelding seine geheime Folge macht, um die Klingel zum Klingeln zu bringen. Wenn man scharf hinsieht, sieht man, dass das halt immer wieder das Gleiche ist und sich überhaupt nicht verändert. Ja. Und deswegen, wenn wir jetzt hier die Radioblöcke einschalten, dann sollte es theoretisch auch so funktionieren. Zu einfach. Genau. Ups, jetzt muss ich nochmal hier meinen Bildschirm wieder hübsch machen.
Ja, und wenn man so als Einsteiger mit dem Thema sich erstmal auseinandersetzen möchte, dann findet man wirklich auch schon sehr viele fertige Programme, die verschiedene Funksysteme analysieren, mit denen man dann auch erstmal ein bisschen rumspielen kann, ohne jetzt allzu sehr in die Mathematik einzusteigen zu wollen oder in die Funksysteme auseinanderzunehmen. Das macht nämlich auch Spaß. Da kann man sich dann zum Beispiel mit optimalen Antennenbau beschäftigen und vielleicht auch diese Programme verbessern. Wir haben hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. Also analoge Sprechfunksysteme, das haben wir ja schon mit GQRX dekodieren können. Ist so ein Anwendungsfall für Amateurfunker sicherlich auch, die dann vielleicht auch alle besonderen Modulationsarten ausprobieren können und ihre Funkgeräte weiterentwickeln. Ja, auf 433 MHz findet man eben sehr viele von diesen Billigfunkstrecken, wie wir jetzt eben unsere Klinge als Beispiel hatten. Aber es gibt auch interessante andere Funksysteme da draußen in der Welt. Zum Beispiel gibt es das sogenannte ADS-B. Da kann man Flugbewegungen anzeigen. Also jedes Flugzeug hat quasi einen Transponder eingebaut, wo es seine Identifikation und die GPS-Daten sendet. Und das wird unter anderem tatsächlich auch verwendet, um den Luftraum zu überwachen. Und man kann sich verschiedene Programme runterladen, die dann auf so einer Google Maps-Karte alle Flugzeuge anzeigen, die gerade über einen rüberfliegen. Genau. Und das ist schon sehr nett. So was Ähnliches gibt es mit dem automatischen Identifikationssystem oder AIS, auch für Schiffe. Das haben wir hier in Dresden noch nicht ausprobieren können, weil die Reichweite nur 30 Kilometer beträgt vielleicht. Ein anderes Gebiet, was auch gerade ein toller Einstieg ist, um Satellitenfunkstrecken kennenzulernen, sind Wetterfax-Satelliten. Die NOAA-Satelliten senden sozusagen Bilder von der Erde, die man sich angucken kann. Ja, und weil die hübsch sind, habe ich hier mal eins, was über so ein Software-Defined Radio dekodiert und angezeigt wurde, hier mit reingenommen. Da sieht man halt das Wetter über Europa. So. Ja. Tja, wir wollen jetzt mal noch ein bisschen auf Software-Defined Radios eingehen und was es da so für Unterscheidungsmerkmale gibt. Genau, nachdem wir jetzt ein paar Anwendungen gesehen haben, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, auf was man so achten muss, wenn man sich jetzt ein Software-Defined Radio kaufen will. Die unterscheiden sich doch signifikant, zum Beispiel im verfügbaren Frequenzbereich. Wenn ich also zum Beispiel 2,4 GHz Signale empfangen will, dann nützt mir zum Beispiel das RTL-SDR nichts, weil das nur bis 1800 MHz geht. Genauso wichtig sind Sachen wie Abtastrate und Bandbreite. Auch klar, wenn ich LTE 10 MHz empfangen will und mein Radio kann nur 5 MHz Abtastrate, dann habe ich dort eben Pech gehabt. Wonach man noch gucken kann, ist, reicht einem jetzt Empfang? Das ist für einen Einstieg vermutlich extrem ratsam, da komme ich nachher noch drauf. Oder brauche ich einen Transceiver? Also empfangen können sie eigentlich alle. Ich kenne kein Software-Defined Radio, was nur sendet, aber vielleicht gibt es das auch irgendwo. Und wenn man einen Transceiver hat, dann ist die Frage, kann da jetzt entweder senden oder empfangen, was Halbduplex ist, oder kann ich Vollduplex fahren, das heißt gleichzeitig senden und empfangen. Das wäre dann für so Spezialanwendungen wie GSM-Basisstationen relativ wichtig. Dann ist die Frage, wie sieht die Auflösung der digital-analog-Wandler aus? Wie ist der gesamte Dynamikumfang? Das bestimmt auch in einem gewissen Sinne, welche Signale ich empfangen kann. Und was auch wichtig ist, ist die Qualität der analogen Komponenten. Hier kann man tatsächlich sagen, ist bessere Qualität tatsächlich mit Geld aufzuwiegen. Glücklicherweise braucht man nicht unbedingt die besten analogen Komponenten. Wenn man ein bisschen weiß, was das anrichtet, dann kann man da auch im digitalen Basisband noch entsprechend gegensteuern. Muss man dann auch wissen, gibt es aber diverse Tutorials dazu.
Ja, was noch ganz interessant ist, wenn man jetzt wirklich in die fortgeschritteneren Dinge einsteigen will, wäre so eine kleine Onboard-Basisbandverarbeitung. Dieses BladerHF hier zum Beispiel hat einen kleinen FPGA drauf, den man auch selbst programmieren kann. Das ist alles Open Source. Und dann kann man dort halt sehr rechenintensive Schritte zum Beispiel auf diesen FPGA auslagern und sich dann ein entsprechend vorverarbeitetes Signal über USB geben lassen. Aber meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, gerade wenn man, wie die Zielaudienz hier, ja vermutlich noch nicht allzu viel gemacht hat, ist der Preis. Und tatsächlich wäre meine uneingeschränkte Empfehlung, wer jetzt so mildly interested sein sollte, der sollte sich einfach so ein RTL-SDR kaufen für 20 Euro. Ein bisschen damit rumspielen, schauen, ob das was ist und was man jetzt für Interessenlagen da entdeckt und dann darauf aufbauend eventuell später sich ein... Man kann das dann auch noch zum Fernsehgucken nehmen, ja. wenn man das doof findet. Wobei ich sagen musste, ich fand es schwieriger, das als DVB-T-Stick in Betrieb zu nehmen, als Software-Defined Radio. Ja, jetzt muss man natürlich auch noch ein bisschen den Moralapostel geben. Also sei ein guter Radio-Hacker ist das Motto. Der Punkt ist, Funk ist ein geteiltes Medium. Das heißt, in einer gleichen Region kann immer nur einer auf der gleichen Frequenz senden. Und während es zwar tatsächlich so ist, dass sich der Lauteste üblicherweise durchsetzt, hat man doch relativ früh festgestellt, dass das keine gute Idee ist, dort Anarchie walten zu lassen. Das heißt, das Funkspektrum ist relativ stark reguliert. Man kann mal so als allgemein, also ich bin kein Anwalt, im Zweifelsfall bitte selbst nachforschen. Empfang ist also meistens okay und es hängt dann immer noch so ein bisschen von dem Empfangszweck ab. Das heißt, wenn ihr anfangt, private GSM-Gespräche abzuhören, was zum Glück nicht so einfach ist, aber durchaus geht, wer die letzten Kongresse verfolgt hat, oder beispielsweise auch Polizeifunk abzuhören, um die Informationen zu verwenden, das ist tatsächlich verboten und das ist auch richterlich bestätigt, das sollte man nicht tun. Viel kritischer wird es dann noch, wenn man anfangen will zu senden. Hier sollte man sich sehr genau informieren über eventuelle Primärnutzer auf dem Band. Wenn man dort einen richtig sehr und auch dauerhaft stört, dann finden die einen irgendwann. Ja, nur weil man vielleicht bei kurzen Aussendungen üblicherweise keine Probleme bekommt, wenn man anfängt, Primärdienste zu stören, dann haben die ein Interesse, diesen Sender abzuschalten und auch das wird passieren und das ist üblicherweise dann relativ teuer. Ja, auch wenn man jetzt hier mit diesen kleinen Gadgets rumspielt, sollte man einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzen, sprich des Nachbars Funkwetterstation empfangen und ein bisschen mitnutzen, das tut keinem weh, das ist okay. Wenn man anfängt, seine Funksteckdosen zu steuern, dann ist ein Punkt erreicht, der dann vielleicht doch nicht mehr so okay ist. Also allgemein einfach aufpassen, dass man niemanden stört, gesunden Menschenverstand benutzen und im Zweifelsfall lieber noch ein, zweimal nachlesen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Ja, so ein kleines Fazit. Software-Defined Radio ist mittlerweile für die große Masse verfügbar. Konnte man darstellen. Wer das wirklich will, die 20 Euro für ein RTL-SDR sind hoffentlich für die meisten Leute machbar. Und was jetzt eben passiert ist, dass diese ganzen Funkstrecken für ein breites Publikum verfügbar werden. Bisher waren die, ja, ich sag mal eher so für eine Forschungscommunity interessant, die sich halt auch nicht so sehr auf Sicherheitsaspekte konzentriert hat. Und man hat das bereits zu den letzten Kongressen gesehen, dass eben sehr viele Funksysteme doch sehr unsicher sind, sowohl was Verschlüsselung angeht, als auch was zum Beispiel das Basisband macht, wenn man ihn eben Daten präsentiert, die jetzt nicht unbedingt dem Mobilfunkstandard entsprechen, ja, wo also diverse Webdienste oder eure Browser entsprechend gegen gehardet sind, ist dieser Sicherheitsanalyseprozess bei Funksystemen zurzeit im vollen Gange. Und das heißt, es gibt viele Bugs, die sich in euren Handys und sonst wo verstecken und die sich jetzt schon fürchten, demnächst gefunden zu werden. Bin ich gespannt. Denn die Hacker haben jetzt sozusagen ein Tool, um da reinzugucken. Und das ist sicher auch interessant, wenn man mal guckt, was ist denn eigentlich mein Garagentoröffner? Hat der Hersteller sich gedacht, naja, da kann ja niemand reingucken, das brauchen wir nicht sicher machen. Oder ist es tatsächlich mit einem kryptografischen Verfahren gesichert, das Garagentor? Da helfen eben diese Software-Defined Radios ganz deutlich, das jetzt aufzudecken und da die Sicherheitsanalyse so weit zu treiben, wie wir das vielleicht bei Netzwerken, also im Internet, in
dortig verwendeten Protokollen schon geschafft haben. Genau, ja. Und wir wollen auch noch auf zwei Links hinweisen, die hier irgendwie ein bisschen missraten sind. Der erste Link geht zu Great Scott Gadgets, das ist der Hersteller dieses Hacker-Fs hier. Und der Gründer von Great Scott Gadgets hat eine Tutorial-Reihe rausgebracht, die mittlerweile 10 Folgen hat, wo er die Grundlagen von Software-Defined Radio wesentlich tiefer erklärt, als wir das hier in der Kürze der Zeit tun konnten. Wer also mal wirklich wissen will, was das mit diesen IQ-Signalen genau auf sich hat, wie man so eine Funkstrecke aufbaut, dem kann ich das sehr empfehlen. Das sind, wie gesagt, 10 Folgen, die so ungefähr eine Dreiviertelstunde gehen. Das ist sehr gut investierte Zeit. Und wenn man so ein bisschen rausfinden will, was denn so theoretisch die Funkbelegung des Spektrums hier in Deutschland ist, dann gibt es die Seite bis0uhr.de. Die ist ein bisschen unübersichtlich, aber irgendwo gibt es da eine Linkfrequenzen. Und dort sind dann also wirklich von dem Langwellen-Amateurfunkbereich bis hin zu dem Terahertz-Bereich sämtlichen Frequenzallokationen dargestellt, auch in einem schönen übersichtlichen Format. Man bekommt die Infos auch bei der Bundesnetzagentur, aber dort halt als irgendwie PDF mit sehr viel Text dazwischen. Und hier hat sich jemand die Mühe gemacht, das aufzubereiten und findet, dass es wert, dann hier auch mal benannt zu werden. Also ich nutze die Seite eigentlich permanent, wenn ich mit Software Radio irgendwas mache. Ja, ich denke, das wäre so der Talk. Wir müssen noch ein paar Minuten haben für Fragen und dann danken wir euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Gut. Gibt es denn Fragen? Stelle fest, dass ja. Eher nur noch ein Hinweis, wer ganz ohne Gerät reingucken will, websdr.org. Da kann man mit dem Browser einfach mal so ein paar SDR oder bereitgestellte SDRs sich anhören. Ja, danke, guter Hinweis. Wir können jetzt auch in der Zwischenzeit, wo ihr euch noch eine Frage überlegen könnt, euch auch einladen noch. Wir wollen demnächst mal so mit unseren gesammelten Radios bei uns im HQ ein bisschen Workshops auch machen in die Richtung Software-Defined Radio. Also wer da Interesse hat, immer mal auf dem Kalender vom C3D2 gucken, da werden jetzt sicher auch mal Workshops erscheinen. Gibt es noch Fragen? Also ich habe jetzt hier so ein schönes Funkmikrofon in der Hand. Habt ihr da schon mal reingeguckt? Nicht hier, aber zum Camp habe ich das mal getan und das ist tatsächlich einfach frequenzmoduliert. Ich habe mir dann verkniffen, was zu senden, aber das wäre kein Problem gewesen. Und die zweite Frage, die ich hatte, das Radio vom Camp, was ihr einsetzt, kann man das irgendwo noch kaufen? Ich glaube nicht, leider. Also das muss man dazu sagen. Das Radio wurde mit gesponserten Bauteilen zusammengesetzt in sehr kurzer Zeit. Und dort ist einfach das Problem, dass es dort eine gewisse Menge Bauteile gab, die jetzt eben aufgebraucht sind für diesen Batch. 790,1. Ja, dann theoretisch hier? Sollte hier jetzt was erscheinen. Zumindest wurde gesagt, man soll einfach aufs Gerät gucken, was dort an Frequenz steht. Ist da was? Da wurde, das Gerät hat gesagt, 790,1 würde es wohl angeblich benutzen. Aber so ganz scheint es. Test, Test. Da kommt's raus. Okay, also das eine funktioniert, das andere nicht. Dann wird das bei einer anderen Frequenz sein. Ja. Ja, also wenn man hier vorkommt, ich schätze mal, wenn ich es jetzt ranhalte, gibt es eine Feedback-Schleife, das lasse ich mal liegen.
Ich bitte darum. Sonst alle Klarheiten beseitigt oder möchte noch jemand etwas fragen? Ich stelle fest, ich finde keine Fragen im Publikum. Demzufolge scheinen alle Klarheiten beseitigt zu sein. Ich danke den beiden für den Vortrag. War eine auch für mich sehr interessante Einführung, was man wann, wie, wo benutzt. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank.